Leute, was geht ab? Ihr am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon am Titel, heute gibt es mal kein witziges Video, kein Der kommt flach oder irgendwas. Heute gibt es mal ein wirklich ernstes Video, wo ich euch wirklich drum bitten würde, das Video bis zum Ende zu schauen, Leute. Ist echt wichtig. Denn der ein oder andere hat vielleicht schon auf Instagram oder Facebook mitbekommen, dass ich um eure Hilfe gebeten habe. Denn ein Kumpel von mir namens Leon, der halt hier bei mir in der Gegend einfach wohnt, ist an Blutkrebs erkrankt. Das Schlimme an der Sache ist, er hatte halt schon mal Blutkrebs und hat dagegen auch gekämpft und hat es auch geschafft. Und die Krankheit war erstmal wieder weg, aber kam dann jetzt irgendwie wieder zurück. Und das ist halt letztens auch erst aufgefallen. Und seit dem Zeitpunkt sucht Leon halt eine Knochenmarkspende, Leute. Und momentan entscheidet es echt Leben, ob er da was findet oder nicht. Und da wollte ich natürlich dann direkt irgendwie helfen und habe halt auf Social Media, also auf Instagram, Facebook und so halt, wie gesagt, dieses Posting rausgehauen, dass man sich da noch registrieren kann für seine Knochenmarkspende. Und das lief auch soweit eigentlich relativ cool. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann geteilt haben auf Facebook. Da kam schon echt ordentlich Reichweite zusammen, Leute. Auf jeden Fall hat sich der liebe Leon daraufhin bei mir bedankt, was ich auch schon wieder mega krass fand. Und dann kam mir einfach so ein bisschen ein Schreiben, der hat mir geschrieben, so, ja, mir ist hier voll langweilig im Krankenhaus, er weiß gar nicht, was er machen soll. Leute, gönnt euch mal, die haben im Krankenhaus weder WLAN, also kein Internet, der hat keinen Fernseher im Zimmer und liegt jetzt schon wochenlang in seinem Zimmer und Leute, was soll man da machen, so ohne Internet? Ich wüsste zum Beispiel gar nicht mehr, was ich machen soll. Und da kam mir einfach spontan so eine kleine Idee. So als YouTuber bekommt man halt viele Sachen zugeschickt. Zum Beispiel PC-Bildschirme oder so Spiele oder so Sachen. Und da dachte ich mir, okay, warum packe ich nicht einfach so ein bisschen Zeug, was ich eh rumliegen habe und gebe das einfach Leon, damit er sich damit die Zeit vertreiben kann. Ich meine, wirklich körperlich helfen kann ich ihm damit nicht, aber man langweilt sich halt einfach nicht mehr so krass. Leute, ich war einmal im Krankenhaus wegen einer Gehirnerschütterung und mir war so langweilig. Ich war da, glaube ich, nur eine Woche oder so. Und dagegen ist das halt jetzt gar nichts. Und da dachte ich mir echt, ohne Scheiß, ich schreib mal auch so ein paar Firmen an und guck mal, was wir da auf die Beine gestellt kriegen, um Leon einfach zu überraschen. Und deswegen, Leute, ich habe mir da echt einiges einfallen lassen. Wir gehen jetzt einfach mal ein paar Sachen holen und ja, gönnt euch das Ganze mal. Leon, wenn du das siehst, von mir auf jeden Fall gute Besserung. Ich wünsche echt, dass da irgendeine Knochenmarkspende gefunden wird. Aber ich denke mal, du wirst dich sowieso freuen, deswegen ja, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt im Auto. Das ist einmal Moritz, der eigentlich die ganze Zeit hinter der Kamera ist. Was geht ab? Und Nico ist auch mit am Start, der mir hilft. Und Leute, das Wichtigste überhaupt ist Internet. Er hat, wie gesagt, kein WLAN da und deswegen fahren wir jetzt erstmal in den Supermarkt und kaufen einfach mal so richtig viele Internetkarten, damit er halt einfach wenigstens Internet hat. Und ich würde sagen, let's go. Okay, Leute, also Internet ist am Start. Keine Ahnung, das ist einfach unendlich viel. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, denn wir haben uns noch eine richtig coole andere Sache überlegt. Ich habe eben schon so ein bisschen erwähnt mit Zocken, dies, das. Aber Leute, gönnt euch mal, wir fahren jetzt erstmal kurz nach Hause, denn da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen packen. So, Leute, Internetkarten sind am Start. Ich glaube, wir haben jetzt für 90 Euro Internet gekauft. Das sollte erstmal reichen. Und ja, Leute, trotzdem, jetzt haben wir eigentlich erstmal nur Internet. Aber was darf auf keinen Fall fehlen, Leute, ein Fernseher und was zum Zocken, denn damit kann man sich die Zeit, glaube ich, am besten vertreiben. Deswegen habe ich einen Monitor von mir genommen, und zwar 27 Zoller Philips Monitor, richtig fresh. An der Stelle ist kein Placement oder so, der gehört wirklich mir, Leute. Den leih ich jetzt quasi Leon einfach aus. Nico hält den auf jeden Fall echt schön. Aus der ganzen Zeit. Spaß, Leute. Nico hilft mir heute bei der ganzen Sache. Und Leute, was nicht fehlen darf, ich habe noch eine Xbox One X, mit der ich eigentlich auch relativ viel zock, aber die werde ich jetzt auch abschließen und mit zu Leon nehmen, damit er damit zocken kann, denn er kann die auf jeden Fall gerade besser gebrauchen als ich selber, Leute. Ich habe eben einem Kumpel vom Leon geschrieben, was er denn so gerne zockt, damit wir da irgendwie auch noch was besorgen können. Und der hat mir geschrieben, dass der liebe Leon mega gerne GTA 5 zockt. Deswegen, Leute, habe ich gerade eben erstmal GTA 5 noch gekauft und runtergeladen, damit er das schon zocken kann, auch wenn er jetzt erstmal kein Internet richtig für die Xbox hat. Aber generell, da ist noch FIFA drauf, ich glaube Call of Duty World War 2, das neue Forza 7, also auf jeden Fall eine Menge Spiele, womit man sich ordentlich die Zeit vertreiben kann. Und ich würde sagen, Leute, hier wird jetzt erstmal alles rausgerissen und dann packen wir einfach mal alles zusammen. So, Leute, und der fresheste Merch im Game darf auf jeden Fall nicht fehlen.
www.wolferdeshow.de. Spaß heute bei denen. Oh, die kriegt auch noch mit oben drauf. Ich denke mal, der ist auch relativ kuschelig, gerade wenn man im Bett liegt oder so. Okay, Leute, gerade noch mega krasse Aktion. Ich habe gerade eben Lieferando auf Twitter geschrieben, ob sie Teil der Aktion werden wollen, ob die uns vielleicht so einen kleinen Essensgutschein geben, weil ich habe mit Leon so ein bisschen geschrieben und er meinte halt auch, das Essen da ist jetzt nicht so besonders und der hätte nochmal richtig Bock auf eine Pizza und so. Deswegen dachte ich mir, schreibe ich Lieferando einfach mal an. Und Leute, die haben mir gerade einfach einen 100-Euro-Gutschein geschickt. Davon kannst du dir auf jeden Fall ordentlich Pizzen gönnen und generell einfach alles, worauf du Bock hast. An der Stelle echt vielen lieben Dank an Lieferando, dass ihr Teil der ganzen Aktion seid. Mega, mega coole Sache. Da kommt gerade die E-Mail rein. Leute, 100 Euro. Ciao, Leben. Und ich würde sagen, Leute, so langsam wird das hier immer mehr. Nice. So Leute, wir haben jetzt alle Sachen gepackt, sind jetzt hier im Auto, fett beladen mit allem, was dazugehört, Leute. Und sind jetzt auf dem Weg zum Leon, wobei es dann auch leider ein kleines Problem gibt, denn wir können nicht zu Leon selber. Das Problem ist, Leon liegt ja in so einer besonderen Abteilung von einem Krankenhaus und da darf leider nicht jeder hin, sondern halt nur seine Familie oder so. Deswegen dachten wir uns, okay, wir müssen die Sachen irgendwie trotzdem zum Leon bekommen. Deswegen fahren wir jetzt einfach zu der Mama von ihm nach Hause, die wohnt nämlich hier bei uns in der Nähe. Und dann stellen wir dir die ganzen Sachen dahin und sagen, hier, nimm das einfach mit ins Krankenhaus. Leon hat ja unter anderem auch noch einen Bruder, der kann dann da auch noch ein bisschen mithelfen. Und ich hoffe mal, die Mama freut sich trotzdem, denn wir haben ja eine ganze Menge an Sachen, Leute. Wir haben jetzt einen Lieferando-Gutschein von 100 Euro, den Monitor, die Xbox, wir haben die Telekom-Internetkarten und obendrauf kommt ja noch der GigaCube von Vodafone, den habe ich ja damals mal geschenkt bekommen irgendwie, wo man halt quasi, den macht man einfach nur in die Steckdose und hat dann halt WLAN. Und das ganze Zeug bringen wir jetzt der Mama. Ich hoffe mal, die wird sich auch freuen, dass wir die Reaktion auf jeden Fall noch im Video haben. Ich werde auch irgendwie noch so ein bisschen nachfragen, vielleicht können die sogar die Legre, also die Kamera hier, die mit der wir gerade filmen, einfach mit ins Krankenhaus nehmen, dass man Leon irgendwie filmt, wenn die Sachen gerade rein kommen, weil der weiß halt auch noch überhaupt nichts davon. Aber ja, Freunde, werdet ihr dann auf jeden Fall noch sehen. Das wird ja dann erst morgen oder so passieren. Aber ja, wenn, dann kommt das erst gleich noch im Vlog. Wir fahren jetzt erstmal zu Mama und da nehmen wir auch alles auf, Leute. Deswegen, ja, gönnt euch. Leute, das Haus ist jetzt hinter uns. Ich belade mich jetzt mal mit dem ganzen Zeug und dann bringen wir das mal zur Tür. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir wollten ein paar Sachen von Leon abgeben. Also wir haben uns gedacht, wir wollten das eigentlich selber vorbeibringen, aber der Leon meinte, das geht nicht. Nee. Leider nicht. Zwei Besucher in 24 Stunden. Ja, das ist mega krass gerade. Ja, ich habe ein bisschen mit dem geschrieben, der meinte, der hat kein Internet und gar nichts, ja, kein Fernseher, nichts. Da dachte ich mir, pack mal ein paar Sachen zusammen, und um denn das da ein bisschen angenehmer zu machen. Ja, das gibt ja eine schöne Schlepperei. Ja, das sind echt nicht so viele Sachen. Also es ist einmal ein Monitor einfach, wo der dann unter anderem drauf zocken kann. Denn ich habe eine Xbox, ich weiß nicht, ob der Name im Begriff ist. Ist hier ein Rucksack drin. Mit, also ich bin zwar alt, aber... Ja, ich sag ja nicht, ich meine keine Ahnung. Du wüsstest jetzt nicht, ob meine Mama eine Xbox kennt. Aber ja, da sind noch Controller und so drin, viele Spiele. Ich habe vom Marvin Strahl gehört, dass er gerne GTA spielt. Ja. Habe ich auch noch jetzt drauf gemacht und so. Dankeschön. Und ich denke mal, da das kann ist er... Das lieb, ey. Ja, wenn ich helfen kann, gerne. Ich habe mit dem ein bisschen geschrieben. Und wir haben noch, weil er mir gesagt hat, dass wir kein Internet haben. Sind noch ein paar Aufladekarten. Was ist das denn? Oh, sind alles jeweils, ich glaube, 15 Euro Karten. Muss man alle einzeln eintippen. Wir haben noch Dingens... Und zwar habe ich so ein Teil, das ist quasi wie so ein Internetrouter. Den habe ich noch nicht, den muss ich leider nochmal bringen dann. Den kriege ich nämlich erst am Montag. Den kann man in die Steckdose stecken und dann hat man quasi Internet, also wie so ein Router. Ja. Und ich habe keine Ahnung, aber wird schon richtig sein. Ja, wird schon richtig sein. Das halt jetzt nur fürs Handy einfach, LTE, weil er meinte, er hat ja auch kein WLAN und nichts da. Ja. Und mit dem GigaCube kann er dann auch online spielen und so. Ja. Den würde ich dann, ich weiß nicht, Montag oder so nochmal vorbeibringen, sobald ich den dann habe. Okay, dann, super. Dankeschön. Ja, kein Problem. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Ja, ich helfe auf jeden Fall gerne. Ich denke mal, dann sehen wir uns bestimmt noch öfters. Ja, mit Sicherheit. Ja, also darf ich ja gar nicht sagen, aber ich kenne dich ja was so. Ja, ich weiß, ich war ja sogar mal früher bei euch spielen auch. Genau. In Kottenheim noch. Ja. Weiß ich auch noch alles. Ja. Leon, auf jeden Fall schöne Grüße sagen von uns allen. Das werden aufmuntern, glaube ich schon. Ja, ich will es hoffen. Der weiß davon auch noch gar nichts. Ich habe dir immer nur gesagt, dass ich so in dieses Internet-Ding vorbei bin. Genau, davon hat er mir nämlich was erzählt. Und ja. Darüber hinaus muss, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Das war ein großes Internetding. Was ich noch vergessen habe, wir haben noch von, kennst du Lieferando?
Ja, so ein Service. Ja, ja, genau. Hey. Ja. Von Lieferando haben wir noch einen 100-Euro-Gutschein auch noch bekommen, dass er sich da Essen bestellen kann. Ich habe ihn mal so gefragt, ob er noch Pizza und sowas essen darf. Er meinte ja. Noch, ja. 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 Und dann kann er sich da nochmal ordentlich gönnen. Ich denke, mit 100 Euro kann man ordentlich essen gehen dann. Ja. Ja. Also kann man auch nachhinein. Er kann noch einen Gutschein eingeben und der Restwert bleibt dann behalten. Ja. Ja, cool. Ja, danke schön. Ja. Alles klar. Ja, dann hören und sehen wir uns. Ja, alles klar. Ja? Dann bis die Tage oder so. Mach's ja, gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. So Leute, ihr habt gesehen, Leons Mama hat all die Sachen bekommen, ist auch schon alles echt erfolgreich angekommen. Ich blende euch mal ein Bild ein, so sieht das gerade jetzt beim Leon aus, der ist auf jeden Fall schon fleißig am Zocken. Ich habe by the way auch noch diesen Gigacube inzwischen abgegeben, also Leon hat jetzt auch Internet, kann jetzt auch Netflix gucken und Leute, richtig coole Sache. Mir ist noch eine Sache ganz, ganz wichtig, Leute, alle Einnahmen von diesem Video hier werden gespendet. In 30 Tagen gucke ich einfach, wie viel das Video eingebracht wird und dann wird das Ganze hier gespendet an die Organisation, die halt alles für den Leon organisiert. Ich weiß nicht, ob euch der Name im Begriff ist, DKMS, die sind halt auch gerade dafür da, dass Spender gefunden werden. Zum Beispiel war letztens bei uns in der Nähe, also in Mendig, so heißt der Ort, war so eine Riesenveranstaltung, wo ich unter anderem auch hingegangen bin, wo man mit so einem Wattestäbchen das in den Mund machen kann und dann quasi sich registriert. Und da wird dann die DNA geguckt, ob du halt eventuell was spenden könntest. Und das wurde halt zum Beispiel alles auf deren Kosten gemacht. Also die haben da nicht irgendwie Spenden bekommen, sondern das haben die alles erstmal selbst bezahlt und probieren sich jetzt natürlich auch mit Spenden dann zu finanzieren. Deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt schon so ein paar hundert Euro hier mit einnehme, dann auf jeden Fall wird das Ganze gespendet und dann können wir denen auch noch was Gutes tun. Und deshalb Leute, nochmal der Appell an euch, registriert euch bei der Seite, Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt da wirklich Leben retten und das macht keinem irgendwas aus. Das Einzige, was ihr machen müsst, wenn ihr euch registriert ist, ihr müsst kriegt Wattestäbchen, müsst ihr immer ein bisschen in den Mund halten. Aber Leute, dafür könnt ihr Leben retten. Das lohnt sich einfach wirklich. Wie gesagt, Leute, ich habe das Ganze auch selber gemacht und keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit ist zwar echt mega gering, dass genau ihr dann jemandem helfen könnt. Aber ich denke mir mal so, wenn ich irgendwie so Krankheiten hätte, würde ich mir wünschen, dass es auch ganz viele Leute machen, damit ich halt wenigstens bessere Chancen habe, dann noch irgendwie was zu bekommen. Deswegen registriert euch da, Link ist in der Videobeschreibung. Leon, wenn du das siehst, auf jeden Fall von mir und ich schätze auch mal von der kompletten Community, die wahrscheinlich in den Kommentaren gute Besserung spammt, jetzt auch nochmal ein dickes gute Besserung. Du schaffst das. Hör auf jeden Fall nicht auf zu kämpfen. Das wird auf jeden Fall easy wieder alles klappen. Und ja, auf jeden Fall auch noch viel Spaß mit den ganzen Sachen. Ich hoffe, du hast schon ordentlich was gezockt. Und dann würde ich sagen, Leute, Peace. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.